Servusle, mein fähiges und fröhliches Flugreptilfachpersonal. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde Jurassic World Evolution 2. Ich freue mich, dass es hier weitergeht. Ich habe schon mal unser Missionsziel aufgerufen. Ich möchte noch mal ganz kurz durchlesen, um was es geht. Gefangene Flugreptile müssen in miteinander verbundene Avariumkuppeln untergebracht werden. Errichtet das neue Avarium und bereitet die Anlage auf die Unterbringung und Verpflegung der Neuankömmlinge vor. Diese Mission schlägt fehl, wenn einer der für diese Mission benötigten Saurier stirbt. Oh, es darf also keiner sterben, nicht wie beim letzten Mal. Expeditionszentrum haben wir bereits gebaut, jetzt geht es um die Brutstätte und um die Kuppel und ich würde sagen, da steigen wir jetzt einfach direkt schon mal ein. Ich bin auf Pause, damit ich hier keine Zeit unnötig verstreichen lasse und jetzt schauen wir mal. Lasst uns das mal hier aufbauen, auf der linken Seite einfach. Ich muss natürlich jetzt erstmal gucken. Hier geht's los. Das ist die Brutstätte. Bevor du diese baust, musst du erst erforschen. Erforschungsknoten öffnen. Oh, okay. Alles klar, ich brauche 3 von 4. Das heißt, ich nehme ihn und sie, beziehungsweise ihn und ihn, nicht sie. Aufgabe starten, das können wir ja schon mal machen. Was haben wir denn hier noch? Effizienz upgrade, ne? Das brauchen wir nicht. Ah, siehst du, wusste ich gar nicht, dass man die auch noch erstmal erforschen muss. 1 Minute 35, ist aber normalerweise schnell passiert. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die auch eine Straßenanbindung hat, nehme ich an. Das heißt, wir werden hier die Straße vorziehen, gerade, dass es schön aussieht. Ich gehe mal näher hin. Ja, machen wir es mal bis hierher. Dann werde ich die da so schräg reinsetzen, würde ich sagen, wenn die erforscht ist. Und dann geht es weiter. Die Kuppel muss ich ebenfalls erforschen, da bin ich ja gerade dran bei den zwei Dingern. Sieht man eigentlich hier schon Flugsaurier? Weißt du nicht, dass die hier schon rumsausen? Ich meine, übel wäre natürlich, wenn jetzt ein Flugzeug mit denen irgendwie zusammengerät und ich dadurch ein Tier verliere, bevor es überhaupt losging. Ne? Avarium 01, 0, Bams, da haben wir es. Forschung, 3 Objekte freigeschalten, Tabulator. Okay. Was heißt 3 Objekte? Was heißt 3 Objekte? Da will ich es reinsetzen, schön. Also fangen wir mit der Brutstätte an. So. Ja, lass es uns genauso. Setzt Avarium voraus. Ah, erstmals Avarium. Gut, dann wissen wir es. Wollen wir das? Wollen wir gleich ein doppeltes setzen? Ach, guck an. Wie ich dann halt gleich mal Bock krieg, weißt du? Machen wir mal so. Und dann werden wir die Brutstätte noch dran bauen. Ach, süß. Ey, das sieht bestimmt total gut aus. Warte mal, wir machen das gleich hier hin. So, Brutstätte kann angefahren werden. Aber wieso eine Brutstätte, wenn wir die hier wegfangen sollen? Boah, sieht das halt gut aus, oder? Überschaubare Größe, würde ich sagen. Alter, ist es gut. Das Design gefällt mir mal total, ne? Teil 1 von was weiß ich, wie viele wir hier noch bauen dürfen. Wir sind hier fertig. Wir können jetzt Expeditionen zum Fernfang aussenden. Diese Tiere können in der Luft weite Strecken zurücklegen. Beeilen wir uns. Na dann mal los. Auf in gefährliche Höhen. Alles klar, Digga. Dringende Nachricht. Vorfallalarm. Örtliche Behörden haben Flugreptilien in der Nähe von Oakland gefangen. Wir müssen sofort ein Lebendfangteam losschicken, damit wir sie in unserer Anlage unterbringen können. Zum Vorfallalarm. Wähle einen Wissenschaftler, der die Lebenden, der die Expedition überwacht. Später. Ne, wir machen das gleich. Hier ist es. Okay. Wie viel brauche ich? 2 nur. Das heißt, einer reicht, ne? Dann nehme ich ihn. Wobei er hier noch ziemlich ausgeruht ist. Wir machen ihn. Okay. Wir haben Flugsaurier, bereit zum Liefern. Jetzt schon. Das Transportteam soll sie zur Aviarium-Brutstätte bringen. Dann entlassen wir sie in die Kuppeln. Und entlassen heißt kontrollieren. Ja, in eine kontrollierte Umgebung und unter unserer Aufsicht und Pflege. Exzellent. Ich sehe gerade, Leute. Lieferung von Aktivposten an den anderen Standort ist im Zeitplan.
Wie lange dauert denn das? Warte mal, ich mache mal kurz Pause. Ey, sieht so aus, als ob wir noch nicht mal ein Ranger-Team haben hier, ne? Das sollte ich vielleicht noch machen, geschwind. Was haben wir denn noch? Unterstützungsanlage. Das kann sein, dass wir das alles bauen müssen noch, ne? Wir haben nur Expedition, Ankunft, Wissenschaftszentrum, Kontrollzentrum. Ja, ich glaube, das müssen wir noch geschwind aufbauen, weil früher oder später wird uns das auf jeden Fall erwarten, ne? Diese eine Station, um die Saurier auch zu heilen, müssen wir hinmachen noch. Komm her, ich baue das geschwind auf. Ranger-Team sollte man auf jeden Fall machen. Die würde ich hier hinsetzen. Die würde ich hier hinsetzen, die Ranger. Gleich die Straße. Und wir brauchen noch die hier. Die würde ich dann hier hinsetzen. Weil ich darf kein Tier sterben lassen, haben sie gesagt, ne? Ist ja aber sowieso eigentlich auch immer unser Hauptziel. Dann haben wir das verbunden. Dann würde ich sagen, ich drücke wieder Play. Dann können wir die Ranger gleich zuweisen. Die sind dann sofort einsatzbereit. Was ich da drin einbauen muss, weiß ich noch nicht, ne? Da warten wir erstmal ab. Ich hoffe, es ist groß genug für das, was da kommt. So. Das muss fertig gebaut sein, bevor ich die Viecher reinlasse. Ich will das... Ah, das wird ziemlich zeitgleich fertig. 5! 5 Stück haben sie. Weiter. Stumpen. Stumpen wird an deinen Park geliefert. Bist du bereit, ihn zu transportieren? Ja, Saurier transportieren. Produkttransport im Gange. Transport im Gange. Okay, 5 Stück habe ich hier zugewiesen. Ranger-Team, Aufgabe. Halt, das war nicht das Ranger-Team, das hier. Ranger-Team, wo macht ihr die jetzt rein? Lasst ihr die da durchs Glas fallen oder kommt da jetzt eine coole Animation, wie es auffährt? Guck mal, wie der da rumflabbert. Moment sieht so aus, als ob ich noch irgendwas machen müsste, gell? Ach, guck, hier tun sie es rein. Deswegen hast du die Stelle gebraucht. Produkt wurde zugestellt. Boah, wie gut. Im Moment gibt es noch nicht viel zum Hinsetzen, die Galle, gell? Im Moment ist er einsam, ist ja aber kein Problem. Ich sehe hier oben Fisch brauchen sie. Also komm, fangen wir mal damit an. Ich würde kurz auf Pause gehen. Sicher ist sicher. Mein Ranger-Team war ja da, gell? Das heißt, ich sehe normalerweise auch schon. Ah, ich hoffe, der Bereich reicht. Bestand ist klar, der wird jetzt hochgehen. Wasser, Felsen. Wasser und Felsen. Ja, die müssen sich doch irgendwo hinsetzen oder sitzen die später da oben? Und Fisch zum Futtern auf jeden Fall. Dann machen wir erstmal das Essen rein. Ich würde sagen, das ist mal das Wichtigste. Hier so eine Ranger-Station haben wir ja vorne gehabt, ne? Das heißt, das muss ich, glaube ich, hier nicht nochmal extra reinsetzen, so wie ich das gesehen habe. Dann brauchen wir Futter. Und zwar Fisch. Setze ich... Ah, oh, Herr Vater, zeige ich das Wasser. Also fangen wir erstmal mit einer Wasserstelle an. Dup, dubi, dubab, du. So. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob das zu viel ist oder zu wenig. Wir gucken immer wieder, dass wir dann am Ende die 100% haben, ne? Okay, das war offensichtlich noch nichts. Dann lass uns mal noch ein bisschen mehr reinmachen. So. Es ist halt schon cool, ne? Das müsste normalerweise jetzt reichen, oder? Guck mal, da ist er. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, sag ich dir. So, Futter hat er drin. Wir gucken nochmal nach dem Kollege. Felsen sind noch das Thema, ne? Felsen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Weißt du, die müssen ja auch irgendwo sitzen später. Ich würde jetzt einfach mal auch so ein paar von den Felsen hier hinmachen. Bevor ich dann zeichne, ne? Dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, hier vielleicht drauf zu sitzen. Wobei, ich fände es ja cooler, wenn sie einen Wald hätten, aber offensichtlich sind es eher so Felsis. So. So. Und wenn ich das jetzt habe, brauchst du noch... Das haben wir erledigt. Das müsste eigentlich schon reichen. Ich mach mal Play. Er setzt sich trotzdem auf den Boden. Bestand wird jetzt erhöht. Offenes Geländer, also eine zusätzliche Kuppel würde auch nicht schaden, glaube ich. Und weißt du, was wir machen? Da kommt der nächste. Schnee, Sand, Schnee, Schlamm, Gras, Felsen. Machen wir hier mal mit einem kleinen Radius. Ey, du kannst halt schon schöne Sachen auch machen damit. So, ich habe 100% gesehen. Ich nehme an, dass wir da schon mal dabei sind. Ne? Ah, es ist halt saueng für euch, gell? 100% und es sieht mir so aus, als wären sie gesund. Schöne Tiere sind es, gell? Warte auf die Lieferung 00. Bestand ist jetzt bei 3. Müssten noch 2 Stück rauskommen. Ich will mal noch sehen, wie noch einer hier rauskommt, frisch. Und sie sind gesund angekommen. Da kommt der nächste, Leute. Großer Moment. Schauen wir uns erstmal so an. Und ab in die Lüfte, mein Freund. Habe ich ihn nicht angeklickt? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die überhaupt auf so einem Feld... Ah, guck mal, da gehen sie jetzt gerade ans Essen. Ich will mal einen anklicken. Ja, ihr bräuchtet eigentlich noch einen Platz, einen richtig hohen, gell? Von wo aus ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die auf Felsen aufsitzen. Ich hab's. Als bekämen wir die Dinge unter Kontrolle. Ich könnte sagen, berühmte letzte Worte. Aber das hätte in den vergangenen Jahren schon oft gepasst. Also bleibe ich lieber bei vorhersehbare letzte Worte. Ja, irgendwas wird schon noch passieren. Malcolm, warum kontaktieren Sie uns? Aus dem immer gleichen Grund. Die Saurier. Und mein zwanghaftes Bedürfnis, den Autounfall mitzuerleben. Es ist gut, wieder von Ihnen zu hören, Dr. Malcolm. Dr. Dua, wenn ich das richtig verstanden habe, stehen Sie für den Intelligenzteil in CIA. Wir tun, was wir können. Ja, ja. Wir tun, was wir können. Und manchmal mehr, als wir sollten. Interessante Zeiten. Und ich meine Zeiten, in denen die Saurier leben. Also unsere. Sollten sie hier sein? Nein. Sind sie es? Ja. Also sollten sie. Und die verborgene Hand des Chaos wird offenbart. Was sonst noch verborgen bleibt, ist, was mir Sorgen macht, Doktor. Oh ja, natürlich, ja, ja. Und darum habe ich jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Mr. Isaac Clement, ein Spezialist für das Spektakuläre. Sie sollten bald von ihm hören. Okay. Diese Saurier benötigen Futterstationen, um gesund zu bleiben. Bleib am Ball. Habe ich alles schon gemacht, weil wir nämlich viel gelernt haben schon. Okay, was steht jetzt hier? Stelle sicher, dass die Stumpen von einer... Ich bin Isaac Clement. Dr. Malcolm dürfte mich angekündigt haben. Das hat er. Wir haben einige spezielle Anforderungen, einschließlich Rangerposten und Team, um die Tiere in den Aviarien zu beobachten. Eine Beobachtungsgalerie ist auch auf unserer Liste. Und damit auf deiner. Man merkt jetzt tatsächlich, wie man ins Spiel reinkommt. Ne? Das haben wir jetzt alles schon gemacht, auf Grundlage dessen, was wir bisher erlebt haben. Beobachtungsposten habe ich gebaut. Ich gehe mal wieder auf Play. Hier wird er aufgesetzt. Und dann können wir sie wunderschön beobachten, die Jungs. Jetzt haben sie sich direkt da reingesetzt. Hast du das gesehen? So, Ranger-Team haben wir auch. Und diese mobile Einheit für...
Jungs. Fliegt ihr da wieder raus? Wer beobachtet wen, weißt du? Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie rausglitschen, weißt du? Ach, wie süß. Die Felsen nutzen sie nicht, ne? Guck mal. Es sind aber nur vier. Wo ist der Fünfer? Der isst gerade. Okay, haben wir gemacht. Oh, es schneit, Alterle. So, jetzt überlege ich gerade, haben wir die Möglichkeit, Personal, nee, ihn kann ich vielleicht mal ausruhen lassen. Ihr kennt mich ja, immer gucken, dass die Leute ausgeruht sind. Dann warten wir mal, 5 Sekunden kriegen wir den nächsten Auftrag und es wird Nacht im Paradies. Ist es nachts beleuchtet in irgendeiner Form, außer die Beobachtungsstation? Hey Claire, ich habe nachgedacht. Wenn du denkst, macht mich das nervös. Nein, nein, ernsthaft. Warum die Flugsaurier? Okay. Worauf willst du hinaus? Dr. Malcolm kontaktiert Dr. Dua von wo auch immer, wenn die Flugsaurier zum Problem werden. Warum? Weil sie eine besondere Gefahr sind und er besorgt ist? Ja, vielleicht. Vielleicht deshalb. Da ist eine Lass Drohne. Uns nichts überstürzen. Jetzt sollten wir erst einmal sicherstellen, dass die Zufriedenheitsstufe der Flugsaurier hoch ist. Das sind nachweisbare Daten. Vergiss die Verschwörungstheorien. Hallo, wir jagen prähistorische Tiere, Claire. Die Realität ist nicht mehr, was sie mal war. Guck mal, da ist eine Drohne, Leute. Haben die mit der Drohne beobachtet? Da hätte ich jetzt Panik, dass mir die kaputt geht. Okay, das sind wir auch schon durch. Den Komfort haben die Tiere, den wir brauchen, oder? Der müsste auf 100% sein. Ich guck. 92%. Offenes Gelände ist ein bisschen wenig, ne? Aber 92% reichen, um den Auftrag zu erfüllen. Das heißt aber, ich kann wahrscheinlich, wenn ich das will... Ich lasse es mal so. Wenn nicht, müsste man noch eine Kuppel dran setzen irgendwie. Sie hatten recht, Dr. Malcolm. Das ist meistens so. Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir verfügen nun über genügend Aktivposten, um schon bald weiterzumachen. Im Moment löschen wir nur Buschbrände, aber das ist ein Inferno, das die ganze Welt verschlingen könnte. Zur Kenntnis genommen. Wir sollten uns auf diesen Standort konzentrieren. Es geht um hohes Wohlbefinden und Sichtbarkeit für die Tiere. Und natürlich um die Sicherheit des Personals. Die Koexistenz mit den Sauriern ist ein Lernprozess. Wir sind auf einem guten Weg. Geil. Und wenn es nicht klappt, was dann? Dann haben wir aus der Arroganz eine Apokalypse geschaffen. Die Menschheit gegen die Saurier. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, wer den Sieg verdient hat. Okay, also gleiche Aufgabe wie letzthin. Ich mache jetzt hier einen Schutzraum. Ich habe extra gerade nochmal nachgelesen, ob der auch für unsere Agenten ist. Nicht, dass ich die ganze Zeit einen Schutzraum baue für die, weißt du, eigentlich Besucher. Aber das passt. Pass auf, wir brauchen auf jeden Fall das nächste Gehege. Ich habe es auf der Map gerade schon mal ein bisschen vorgelinst. Hier ist, glaube ich, soweit alles okay. Ja? Jetzt frage ich mich natürlich, kriege ich hier noch eins dran? Weil irgendwie bräuchten die ein bisschen mehr Platz. Wenn wir ganz hoch hinaus wollen, sollten wir uns ein Beispiel an Flugreptilien nehmen und mehr Flugreptilien in den Aviarien haben. Alles Gute kommt von oben, oder? Lass uns mal ein schönes, großes bauen, ja? Fürs nächste Tier. Brutstätte machen wir natürlich hier wieder dazu. Ich habe schon den einen oder anderen gesehen, den ich gern haben würde. So. Ja, das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Ich muss wieder mit meinem Stromi-Momi. So, warte mal geschwind. Ich könnte den wahrscheinlich... Wenn ich ihn hier hinsetze, wird es dann ein bisschen knapp, ne? Ne, ich baue einen zweiten. Wir brauchen früher oder später sowieso einen zweiten. Ich würde den trotzdem versetzen. Ja? So, dass er hier alles drin hat. Äh,
Der war eigentlich vom Platz. Ne, der war schon gut gesessen. Den nächsten müsste ich einfach weiter hier dazusetzen. Vielleicht auch, wenn der eine mal ausfällt, dass der zweite hier greift. Gerade bei den Tieren ist es ja wichtig. Weißt du, dass beide hier so versorgt sind. Deswegen brauche ich den jetzt hier hin. Okay. Jetzt pass auf, wir gehen natürlich gemeinsam jetzt als allererstes mal nochmal in den Personalraum. Haller, haller, noch haller paar Personalraum. So, 4 Mitarbeiter haben wir, neue kriege ich keine rein. Im Moment darf auch keiner aufgeschult werden, dann sind wir hier soweit klar. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, Generator auffüllen. Und den mache ich auch ganz voll. Sicherheit geht vor, Schutzraum haben wir, je nachdem, was hier noch passiert. Mein Ranger-Team weise ich schon mal an, würde ich sagen. Wo sind sie denn? Das müssten sie sein, gell? Ranger-Team, Aufgabe, das hier mit abfahren, bitte. Soweit klar. Was könnte noch auf uns zukommen? Ich weiß es nicht. Gehen wir Expedition. Und zwar, pass auf, ich glaube, das hier, die haben wir jetzt, die Stumpen, ne? Trope, den haben wir nämlich auch, erinnert ihr euch, das war eins der neuen Tiere damals, als war die letzte, auf wo haben wir den gefangen? War das auf Crystal Island oder war das davor? Jedenfalls war das ein absolut cooles Tier, den würde ich gerne mit euch holen. Das war der, wo so Torpedo schnell war, weißt du? Da könnten wir, sag ich mal, ihmchen, mit ihmchen zusammen hinschicken. So, und weil wir ja uns schon ein bisschen auskennen, ist ja jetzt nicht so, dass wir alles neu erlernen müssen. Machen wir natürlich hier ebenfalls die Avarium-Beobachtungsanlage gleich mit dazu. Ja. So. Und kann sein, dass ich kurz niesen muss. Haltet euch schon mal die Ohren zu zur Sicherheit. Ja, kommt was. Entschuldigung. Man muss die rauslassen, man darf sie nicht verdrücken. Sonst, ne? Immer. Ich guck mal, wenn ich dran denke, dann fehle ich so ein bisschen leiser an der Stelle. So, es sieht auch so aus, als würde es bald Tag werden. Die Expedition geht noch 1,50. 1000 von 1800 Punkte haben wir bereits. Lass uns doch mal ganz kurz hier reingucken. Die Unterstützungsanlage, Dings haben wir auch. Hier ist soweit alles klar. Ich nehme an, der frisst auch Fisch, aber da würde ich erstmal noch kurz warten. Ey, warte mal, vielleicht sollte ich das doch da reinbauen. Nee, geht nicht. Läuft komplett vorne über die Hauptstation, ne? Ich war mir jetzt nämlich gerade nicht sicher, weil da steht nämlich auch, dass sie die Futteranlage im Betrieb halten, die Jungs. Und irgendwie hätte ich ja den anderen auch noch gern. Lassen Sie mal auf die Map. Ja, wir müssen abwarten. Ich kann nicht alles zubauen jetzt, bevor wir nicht wissen. Bevor wir nicht wissen, was da noch zwischendrin passiert, weißt du? Ansonsten Platz haben wir genug auf der Map. Weißt du? Wir kriegen jetzt hier, sag ich mal, so ein Vierer- oder so ein Fünfer-Komplex. Könnte man doch... Wir machen einfach für... Was haben wir es denn? Was kostet so eine Kuppel? 100.000, Leute. Aber ich muss noch mal ganz kurz in die Map. Wenn ich mir vorstelle... Ich will mal was probieren, wie das aussehen würde. Ach so, du musst sie miteinander verbinden. Ach schade, das geht nicht. Das geht jetzt nicht. Ich dachte, ich kriege hier noch ein fünftes hin. Ja, dann machen wir es halt so. Das wird dann das Größte, das wir haben, weil da gab es nämlich noch ein Dino. Vier Stück. Einer ist entgangen, aber vier haben wir gesaved. Wir transportieren sie natürlich. Beginne Produkttransport. Drei Stück kommen hier rein. Und der Ranger fährt das hier automatisch an, also das sollte auch laufen. Erweitere die Anlage, da sind wir dabei. Überprüfe die Expeditionskarte. Wieso sind wir jetzt hier so krass gefallen? Versteckt sich eins der Tiere? Kein Strom.
Da hinten, der hier, ne? Der juckt uns ja aber jetzt im Moment erstmal nicht. Baue ich eine dritte hin? Baue ich eine dritte hin? Kann ja sein, dass wir hier noch Gebäude dazu nehmen. Weiß ich noch nicht sicher. Was machen wir? So. Die kommen jetzt, gell? Zustellung abgeschlossen. Da ist er. Ja, hallo, Hübscher. Hübschi, Mübschi. Warte mal, geschwind. Doch, da war sie. Ich habe die Statistik gerade nicht reingekriegt, nämlich. Ich mache mal kurz Pause. Darf keiner sterben? Boah, ist das ein schönes Tier. Fisch braucht er auf jeden Fall. Wasser, offenes Gelände. Der braucht jetzt wiederum Wald. Wald und Fisch. Dann kriegst du das. Ich würde euch... boah, ist das ein großes Gehege. Pass mal auf. Das sieht bestimmt gut aus. Übrigens an der Stelle nochmal den Hinweis. Ich weiß, dass man nichts übertreiben muss. Aber wenn man Spaß hat, ein bisschen mehr zu machen, wie angefordert ist, ist doch nicht schlimm, oder? Ich will es an der Stelle nur nochmal erwähnen. Ich sehe das schon auch. Aber manchmal habe ich einfach Bock, ein bisschen mehr zu machen, weißt du? So. Okay, da muss ich noch mehr rausholen hier, Wasserflüsse. Kriegen sie. Zack. Weißt du was, füllen wir die zwei hier zusammen, wenn das geht. Müssen wir mal gucken, weil, ob die dann noch genug Fläche haben, weil die sind ja auch viel in der Luft, ne? Das wäre die Idee. Und dann bräuchten wir Wald, haben wir gesagt. Wald. Oh, da kriegen wir nicht mal einen Baum hin. War doch so vereinzelt. So. Es macht halt Laune, diese Becken auch zu gestalten. Komm, wir gucken nochmal, wie weit wir jetzt weg sind. Fisch ist drin, Wasser ist drin, offenes Gelände. Wir lassen es mal laufen, gucken wir mal. Offenes Gelände ist bei 100%, Wasser bei 32%. Da würde ich jetzt auch nicht mehr reinmachen, von der Optik her. Wald ist bei 24%. Er entdeckt es ja jetzt erst gerade, weißt du? Fisch ist da. Ein bisschen mehr Wald könnte man reinmachen, aber das ist auch kein Problem. Wir haben nämlich noch Platz hier. Gönnen wir ihnen doch einfach mal ein großes... Bam, haben wir Weltle da reingeballert. So. Aber ich gehe mal aus dem Tier raus, bin ich. Ist ein bisschen schwierig hier drin manchmal rumzufahren. Gott sei Dank sind sie etwas größer, die Teile. Haben wir die Beobachtungsstation? Die habe ich hier hingesetzt, gell? Wir könnten natürlich jetzt hier noch eine zweite hinmachen, weil da vorne, wenn wir nicht allzu viel sehen. Hier. Er sagt aber nicht, dass er das da... Da will er es nicht, dass ich es hinsetze. Warum? Ich kann es auch von da hinten. Hier könnte ich es hinsetzen. Warum hat er da... Und wenn ich es... Ich muss es ja nicht zwingend ganz ranmachen, ne? Ich kann ja... Ne, es muss dran geklippt werden. Und da habe ich nur noch diesen einen Platz hier hinten. Da mache ich den da. So, ich fahre hier vor. Und da würde ich gerne ungefähr auf die Spur kommen. Schade. Egal. So, wird gebaut. Hat jetzt natürlich keinen Strom. Doch, müsste Strom kriegen, weil ich es ja hinten dran gesetzt habe ans Gehege, ne? Wir lassen es mal fertig bauen. Habe ich letztes Mal schon den Fehler gemacht. Das ist halt schon eine geile Anlage jetzt hier. Aber hier ist dasselbe. Hier ist dasselbe. Ich nehme an, dass du die vielleicht tatsächlich dann im Strombereich drin haben musst. So wie hier jetzt, ne? Wir gucken mal.
Ja, ist aufgebaut. Komischerweise hat sich, ne, da ist es auch so. Das heißt, ich müsste ihn auch noch mal verschieben. Ich setze ihn einfach hier rein, dann ist das mit drin. Ich hätte ihn gerne hier noch mit gehabt, aber da habe ich jetzt durch die. Nee, nee, macht nichts. Passt schon so. So, meine Lieben. Die muss ich nochmal angucken, die Jungs. Ob wir sind ja schon bei 1800 Punkte. Hey, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch irgendwas dranhängen, wenn die. Wenn wir hier fertig sind. Guck dir mal die schönen Viecherlein. Das ist cool. Ey, ich switch jetzt einfach rüber. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das Tutorial insgesamt geht, was danach noch käme und so. Ich switch einfach jetzt rüber in die nächste Folge. Und sollten wir irgendwann mitten in der Folge mit dem Tutorial durch sein, bis dahin weiß ich auch, wie es hier weitergeht. Ich nehme an, dass wir noch was hinten dran hängen nach dem Tutorial. Also nach der Kampagne, Entschuldigung. Tutorial ist es ja nicht ganz. Oh. Glitchy Mitchy. Ja, ist schlecht konstruiert. Aber gut. Hauptsache es gibt Fisch. So, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich tierisch auf euch. Bis dann.